Moin und herzlich willkommen zur 29. Videoausgabe des Blogs von Wolke P. Heute ist Donnerstag, der 14. April 2011. Und was ist los? Die Silberbullen sind los. 3% Silber nach oben gegangen an einem Tag. Und ich habe Ihnen gestern den Stundenchart gezeigt und habe gesagt, dass es wahrscheinlicher sein wird, lassen Sie mich etwas auszoomen, dass es wahrscheinlicher sein wird, dass wir diese Doppeltop-Formation nach unten verlassen werden, dass wir dann in Richtung 39,30 laufen werden. Habe aber, und darauf kommt es beim Traden an, dass man immer einen Plan B hat, dass man nicht nur den Chart in die eine Richtung oder in die andere Richtung sieht, sondern dass man auch weiß, dass es anders ausgehen kann. Habe Ihnen aber auch gesagt, wenn wir über diese 40,80 gehen sollten, wird die Rallye weitergehen und die nächste Widerstandszone wird diese Körperkantenlinie sein und die wird bei 41,80 liegen und genau das Unwahrscheinlichere ist eingetroffen. Wir haben diese Marke gebrochen und wir sind jetzt exakt an dieser oberen Trendlinie bei 41,80. Und obwohl die Silberbullen los sind, obwohl die Silberbullen mächtig los sind und obgleich die K-Linie sich schon wieder aufmacht, die D-Linie nach oben zu kreuzen, obwohl das Momentum nach oben zeigt. Und obwohl ich es nicht ausschließen kann, dass wir hier an dieser Trendlinie noch etwas weiter nach oben laufen werden. Ich weiß nicht wie lange, noch ein Tag, zwei Tage oder ob hier schon Schluss ist, ob wir eine Doppeltop-Formation machen werden, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Obgleich ich nicht sicher ausschließen kann, dass wir eine neue 30-Jahres-Hochmarke bei die lag bei 41,96, meine ich, lassen Sie mich schauen, jawohl, 41,96. Obwohl ich das nicht ausschließen kann, dass wir hier noch ein bisschen höher gehen werden, bin ich, was den Tageschart angeht, nicht allzu optimistisch für Silber. Warum? Nicht nur wegen dieser Kerze, sondern auch, und lassen Sie mich das Ihnen einmal zeigen, ich möchte Ihnen einmal mit Ihnen SLV, der weltweit größte Silber-ETF, anschauen. Und wir hatten hier zwei rote Kerzen. Wir haben heute sogar es bei Silber-ETF geschafft, eine neue Bestmarke zu generieren. Aber was mir daran nicht gefällt, ist das Volumen. Schauen Sie sich das an. Das meiste Volumen hatten wir an den roten Tagen. Und heute, wo wir dynamisch nach oben gehen, bricht das Volumen weg. Das ist kein schönes Zeichen. Es müsste genau andersrum sein. Es müsste so sein, dass an einem grünen Tag ordentlich Volumen reinkommt und dass an den roten Tagen, das sind die sogenannten Pullback-Tage, sind, dass weniger Volumen im Markt ist. Daher, nicht nur, weil ich Ihnen gezeigt habe, dass der Silbermarkt wirklich absolut überkauft ist, sondern auch wegen der Volumina, die wir hier an den roten Tagen hatten und der geringen Volumina, die wir jetzt hier an den bullischeren Tagen haben, bin ich nicht allzu optimistisch. Und ich zeige Ihnen gleich, möchte gleich sozusagen die Gelegenheit nutzen, Ihnen als Beispiel den Gold-ETF zu zeigen. Und wie gestaltet sich das bei Gold? GLD, weltweit größte ETF. Zeige ich Ihnen auch. Und auch heute haben wir weniger Volumen. Aber schauen Sie sich das an und schauen Sie sich das an. Und wo hatten wir das meiste Volumen? Ich gehe nochmal einmal zurück. Hier kam der Ausbruch. Hier an diesem Tag kam der Ausbruch. Und an dem Tag, als wir den Ausbruch hatten, da hatten wir auch ordentlich Volumen im Markt. Insofern bin ich, was ich Ihnen immer wieder gesagt habe, was Gold angeht, deutlich bullischer im Vergleich zu Silber. Gut, bleiben wir erstmal bei Silber. Die Frage wird also sein, Doppeltop. Und es geht jetzt hier rapide nach unten, weil wir A, die horizontale Marke haben und B, die Körperkante vor uns haben. Oder können wir hier noch ein kleines bisschen nach oben klettern? Das Momentum zeigt zumindest an, als würden wir noch ein kleines bisschen weitergehen wollen. Bis wohin kann ich Ihnen nicht genau sagen. Oder die ganz unwahrscheinliche Variante in meinen Augen, dass wir diese Marke, die 42-Dollar-Marke, dynamisch brechen werden, dass wir auch dynamisch diesen Widerstand, diesen Kreuzwiderstand brechen werden, nach oben gehen werden und dann haben wir wieder Platz, wirklich noch höher zu gehen Richtung 45. Oder die andere Variante, dass wir zurückkommen werden, wieder die rote Linie antesten werden und eventuell dann die rote Linie nach unten verlassen werden, um dann hier die aufsteigende Trendlinie neu zu testen. Marken für oben, morgiger Handel, 42 Dollar, ziemlich genau 42 Dollar. 42 Dollar und etwas darüber, die 42 Dollar und
5 Cent. Ich schaue mir das nochmal einmal im Stundenchart an. Da bearbeiten die Goldbullen schon die Körperkantenlinie 42 bis 42,10. Signifikante Widerstandszone für den morgigen Handel. Nach unten hin. Unterstützungen 40,80. Die Marke dürfte Ihnen bekannt vorkommen. Darunter diese rote trendbegrenzende Linie, die zeige ich jetzt nicht wieder, wo sie herkommt. 40,37 und darunter die aufsteigende Trendlinie, die verläuft dann morgen im Bereich von 38,64. Dazwischen die horizontalen Marken, die haben sich nicht verändert, die muss ich Ihnen nicht neu nennen. Gehen wir einmal auf Gold. Und auch die Goldbullen sind los. Auch die Goldbullen sind heute los. Wirklich sehr schöne Bewegung nach oben. Aktuell sind wir, schauen wir einmal auf den Stundenchart. Ja, wir kämpfen aktuell hier mit der 74,75er Marke. Schlusskurs, woher kommt diese gelbe Linie? Das war der höchste jemals, der Höchstkurs, an dem ein Schlusskurs stattgefunden hat. Und die verläuft exakt bei 74,95. Darüber haben wir noch ein All-Time-High generiert in dem asiatischen Handel. Am frühen Montag war das 75,85. Und ich hatte Ihnen sowohl bei Gold als auch beim Goldbucks gezeigt, dass wir hier einen dynamischen Ausbruch gemacht haben, hier, und dass das nächste Ziel die 1500 sein wird. Das ist das Ziel, was die Goldbullen jetzt verfolgen und was auch wirklich wahrscheinlich zu erreichen ist. Es ist die wahrscheinlichste Variante hier aktuell im Chart. Und solange wir diese grüne Linie halten können, diese ist vielleicht auch wichtig, aber solange wir diese Linie halten können, solange wir es schaffen werden, kann noch ein Stück drunter gehen, oberhalb der 38er Marke zu bleiben, bleibt das Ziel bei Gold nach wie vor 1500. Wir haben hier keine perfekte umeinander geschlungene Formation, weil nämlich die K-Linie noch nicht wieder ganz im 80er Bereich ist. Das Momentum zeigt nach oben, Widerstand, wie gesagt, 75er Zone, Unterstützung nach unten. Diese rote Linie haben wir jetzt nach unten, nach oben mehrfach durchkreuzt. Die sehe ich als nicht mehr ganz signifikant an. Darunter haben wir horizontale Marken bei 59,70, bei 52,78, darunter wichtige Marke 44,70 und ebenfalls wichtige Marke bei 42,17. Auch wenn diese Linien nicht halten sollten, wie gesagt, die 37er Marke, ganz wichtige Marke, und auch diese Linie, als wir hier noch in diesem Keil gesteckt haben und als die Bären versucht haben, aus diesem Keil nach unten durchzugehen, haben wir hier 1, 2, 3, 4 Körperberührungen. Die letzte hat signifikant nach oben Unterstützung gegeben. Das heißt, selbst wenn wir hier in Richtung 23 kommen sollten, damit wäre eigentlich der Ausbruch nicht mehr valide, aber auch da hätten wir eine Unterstützung. Bei Gold nach wie vor deutlich bullischere Bewegungen nach oben zu erwarten. Nicht unbedingt für morgen, nicht sofort in Richtung 1500, vielleicht sogar nochmal mit einem Pullback, aber das erste Ziel ist und bleibt die 1500. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für den morgigen Handel. Bitte empfehlen Sie diese Seite weiter, falls es Ihnen Freude bereitet, falls es Ihnen hilft, falls Sie hier charttechnische Analyse lernen können. Und bis morgen.